Zu unserem Herrn Jesus Christus, in dessen fürsorglicher Hand wir uns geborgen wissen, beten wir voll Vertrauen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und des seligen Kaiser Karl. Unser lieber Vater hat sich für den Schutz des Lebens und für die Menschenrechte eingesetzt. Herr, lohne ihm diesen Einsatz mit dem ewigen Leben. Uns aber hilf, mutige Anwälte des Lebens und des Rechtes zu sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Unser lieber Vater war ein Freund und Förderer der Familie. Herr, lass ihn bei dir in der Gemeinschaft der Heiligen geborgen sein und stärke den Zusammenhalt in den Familien und zwischen den Generationen. Unser lieber Vater hat sich für die Verständigung und die Einheit der Völker Europas eingesetzt. Herr, gib, dass alle Bemühungen um die Einheit Europas von deinem Segen begleitet werden und zu einer wahren Verständigung und zum Wohl der Völker führen. Unser lieber Vater ist kompromisslos gegen die Ideologien des Nationalsozialismus, des Kommunismus und des Relativismus eingetreten. Hilf uns, alle menschenverachtenden Ideologien zu überwinden und hilf den Völkern, ihr Zusammenleben von deiner Vorsehung gestalten zu lassen. Wir bitten dich. Unser lieber Vater hat sich um ein Leben aus dem christlichen Glauben bemüht. Vollende sein Streben in deinem Reich und stärke auch uns auf diesem Wege. Wir bitten dich, erhöre uns. Unser lieber Vater hat sich für die Einigung ganz Europas auf christlicher Grundlage eingesetzt. Stärke alle Politiker in diesem Anliegen, damit sie jene traditionsreichen christlichen Nationen von Georgien bis Albanien nicht vergessen, die heute noch nicht zum vereinten Europa gehören. Wir bitten dich, erhöre uns. Unser lieber Vater hat sich lange und tief auf seine letzte Stunde vorbereitet. Wir bitten dich heute für jenen aus unserer Mitte, den du als Nächsten vor deinen Richterstuhl berufen willst. Schenke ihm die Gnade eines guten Todes und sei ihm ein barmherziger Richter. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, du bist der Trost der Trauernden. Stärke die Kinder und Enkel und alle Angehörigen unseres lieben Verstorbenen. Seinem Sohn Karl aber, dem Oberhaupt unserer Familie, gib die Kraft, die Einheit und Treue seiner großen Familie zu erhalten. Erleuchte und beschütze ihn und begleite ihn mit deinem Segen sein Leben lang. Um all dies bitten wir dich, Herr Jesus Christus, im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit und Gnade. Amen.